Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um einen LKW mit Aufbaustreuer. Dieser kam vor kurzem im Mod-Hub heraus und den möchte ich euch gerne mal genauer vorstellen. Vorab ein paar kleine Informationen zu diesem Mod. Ihr findet den Mod aktuell noch unter Neueste Mods oder in der Kategorie Düngestreuer. Der Autor von dem Mod heißt hier Ninja02 und die Modgröße beträgt ca. 19,73 MB. Ist aktuell in der Version 1.000 für alle Plattformen verfügbar. So, wir finden den Mod auch immer unter Mods und DLCs bei uns in der Liste, ne? Und da haben wir schon das gute Stück. Im Prinzip der LKW hier mit dem Streuer, der kann laden Dünger und Kalk. Hier haben wir zum Beispiel in dieser Konfiguration die Informationen. Der LKW hat ca. 500 PS, manuelles Getriebe, 400 Liter Diesel, davon 60 Liter DEF, fährt 80 km/h und kann 9000 Liter laden im Standard, wiegt ca. 8,4 Tonnen leer und hat eine Arbeitsbreite von 36 Metern oder 48 Metern. Je nachdem, was ihr da halt nutzen tut. Kann halt auch düngen in der Arbeitsgeschwindigkeit von 30 km/h. Kostenpunkt 130.000 Euro. Hier könnt ihr wählen den Aufbau in der Konfiguration keiner, also mit Prinzip 9000 Liter, ist halt Standard. Dann könnt ihr wählen den kleinen Aufbau mit 11.000 Liter. Dann haben wir den großen Aufbau mit 14.000 Liter oder halt wieder den ganz kleinen Aufbau, also den Standardaufbau mit 9.000 Liter. Reifenhersteller haben wir hier auch Weber, Trelleborg, Continental, BKT, Trelleborg. Bei Trelleborg haben wir die Reifenvariante Standard, Breitreifen oder Standard. Bei Continental haben wir hier nur Breitreifen. Bei BKT haben wir auch nur Breitreifen. Und dann kommen wir wieder zu Trelleborg. Jetzt haben wir hier das Streusystem Weber Streuteller. Also hinten die Streuteller. Da haben wir nur 36 Meter. Oder mit der 6 Meter Streueinheit, dann kommen wir auf 48 Meter. Das ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Oder halt wieder die normale Streutellereinheit. Hauptfarbe Weber hier in allen Farben, von Rot auf Schwarz zum Beispiel, von der Kabine. Oder halt in Weiß, sage ich jetzt mal so. Designfarbe könnt ihr hier auch wählen, von Edelstahl auf Rot. Das wäre jetzt im Prinzip der Düngetank hinten am Heck. Ja, könnt ihr auch wählen zum Beispiel, oder von Rot auf Weiß. Und Felgenfarbe können wir hier auch wählen in allen Farben, von Beige auf Schwarz. Ne, sieht auch interessant aus so in der Kombi. Oder halt auch in Rot. Und Kennzeichen könnt ihr natürlich auch wählen. Dann kostet dieser LKW als Beispiel in dieser Konfiguration 134.300 Euro. Also 4.300 Euro mehr. Wie gesagt, wir haben ja schon mal gesagt, dass dieser Dünger und Kalk laden kann. Und das möchte ich euch im Prinzip mal zeigen. Ich habe mir mal hier einen LKW hingestellt. Als Beispiel mit Kalk. Und wir können den hier dann auch entladen. Hier in dieser Stelle. Der hört sich ja wie ein normaler LKW an. Ne? Dann haben wir ja natürlich vorne die Beleuchtungsanlage. Ne? Die ganzen Begrenzungsleuchten. Ganz oben, in der Mitte und unten, ne, sowohl links und rechts. Dann haben wir am Heck auch eine Beleuchtung, also das ist mal ein normales Licht links und rechts. Dann haben wir noch hinten zwei Heckstrahler. Und vorne noch zwei Strahler, im Prinzip zwei Strahler, die nach vorne zeigen und einer links und einer nach rechts gezeigt. Ne. Dann haben wir noch Weber hier Blinker links, Blinker rechts. Hinten beidseitig und
Prinzip hier vorne zweier, also im Prinzip in der Mitte ein Blinker und unten ein Blinker. Und auf der anderen Seite natürlich auch. Normale LKW waren wir auch am Start und Rundumleuchten haben wir am Dach auch verbaut. Wir haben ja im Prinzip jetzt nie dann normale Anschalten an Düngestreuer L1 und Viereck. Ja. Und dann stehen wir im Prinzip mal hier verfahren. Das ist jetzt im Prinzip die Streureichweite von Kalk. Und so schnell könnt ihr damit streuen. Also 30 km/h könnt ihr damit streuen. In dieser Streugeschwindigkeit. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr nice gemacht. Ist halt Geschmackssache, je nachdem wer oder wie man halt streuen will. Aber mit 30 km/h ist schon sehr viel und sehr schnell. Dann können wir hier noch wählen, auf hier entladen gehen. Also im Prinzip R1 gedrückt halten und Dreieck. Laden wir den Kalk ab, also sehr weiter Trigger sogar. Und dann können wir zum Beispiel Dünger laden. Oder einer Multikaufstation. Wird euch auch immer angezeigt, was ihr laden könnt, entweder Kalk oder halt Mineraldünger. Und hier fahren wir jetzt mal auch in der Mitte. Ja. Und können wir zum Beispiel auch mal wählen hier. Und hier haben wir zum Beispiel eine höhere Reichweite, was das angeht. Ne? Da haben wir mit der 30 km/h Kombi sehr, sehr schnell unsere Felder gedüngt. Wie gesagt, ist auf jeden Fall sehr, sehr schnell gemacht. Ist interessant. Und auch mal wieder so Mods, die halt ein bisschen umgebaut sind. Falls ihr denn noch Fragen habt zu diesem Mod oder halt Anmerkungen oder, schreibt es mir doch gerne bitte unten in die Kommentare rein. Das war es hier aber schon leider von dieser Mod-Vorstellung. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich gerne über den Daumen nach oben freuen. Besucht uns gerne aber auch auf Twitch oder gerne auf unserem Discord-Kanal. Da sind wir gerne auch immer unterwegs. Ne? Und ich würde einfach sagen, ich bedanke mich sehr fürs Einschalten und wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.